Willkommen, Freunde. Wir müssen uns jetzt weiter bewegen. Und zwar suchen wir noch einen anderen Fahrstuhl. Wenn wir in diesen Executive reingehen, da waren wir ja auch noch nicht. Warte mal, das ist der Standard. Genau. Wird denn auf der Karte auch angezeigt? Ja, wird auch angezeigt. Okay, also die Fahrstühle werden alle angezeigt. Das ist schon mal gut. Wir versuchen es mal. Ich kann nicht versprechen, dass wir da überleben. Strom auf der Ebene eher umgeleitet. Okay. Das heißt, wir kommen da nicht hin. Und wenn ich hier drauf drücke, sagt er, hier sind wir. Okay. Dann müsste es doch eigentlich auch einen CPU-Raum wiedergeben, oder? So, warte mal. Dann müssen wir mal schauen. Das war auf der Map. Aber ich habe doch noch einen anderen Fahrstuhl gesehen. Ach, hier, warte mal. Hier ist auch zentraler Knotenpunkt. Hier ist auch noch mal einer. Wir sind jetzt hier. Aber wir können nämlich auch noch ins Lager. Und da müssen wir nämlich auch noch hin. Wie komme ich denn in den Raum rein? Achso. Ich muss mal die Karte so ein bisschen auf dem Kopf lesen. Ja. Jetzt hier links in die Tür rein. Schön nachladen. So. 6 Schuss. Ich würde sagen, wir verdampfen nochmal. Haben wir noch irgendwas zu verdampfen, dass wir mehr Platz haben? Ah, hier war sogar ein 100er noch. Ich weiß nicht, ob ich den vorhin übersehen habe. Oh, so viel Münzen. Ich habe gewonnen in der Lotterie. Genau, so, wo wollte ich denn jetzt hin? Genau, Ah, genau. Das war doch der, genau. Storage. Flight Deck können wir theoretisch dann auch. So. Aber geht mal nicht davon aus, dass das jetzt einfacher wird. Okay. Gott, ey. Kamera, wo Kamera, wo? Ach da. Alter, geht das hier ab im Lager. So, jetzt muss aber ordentlich Loot da sein. Sonst, das ist ja krass, ey. Wir sind gerade angekommen und schon gleich gestorben, ey. Das ist ja wohl ein Witz. In so einem kleinen Raum eine Kamera, ich glaube, es hackt. So, da kann man auch nach unten. Okay, das ist nur das Licht. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen da und da? Gehen wir mal erstmal hier runter. Ach du heilige Neune. Oh, die sehen ja übel aus. Die Mutanten werden ja immer schlimmer. Gerade das Storage. Ich meine, wenn das auf der Medizinstation gewesen wäre, dann hätte ich das verstanden. Weil ich finde die ganz schön übel, die Viecher. Alter Falter, ey. Mann, Mann, Mann. Aber dass die im Lager waren, da hat man die hier im Lagerraum eingesperrt, weil man dachte, oh, das ist dann sicherer oder so. Natürlich hat er hier nichts, ne? Das ist auch klar. So, dann snackt ihr erstmal ein bisschen Gesundheit rein, damit wir dann ein bisschen über die Runden kommen. So, müssen wir warten, bis die aufgebraucht ist. Okay, aber ich finde es gut, dass der Tropfen so angezeigt wird. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall eine schnelle Waffe. Die ist gar nicht verkehrt. Genau, wobei die Schrotflinte auch nicht schlecht ist. Sie hat auch Dampf. Das ist halt, da hängt es immer von der Munition dann ab. Okay, wo sind wir denn? Storage 9. Jetzt müssen wir mal gucken. Lagerraum. Das heißt, wir müssen noch den Lager. Haben wir schon einen. Ne, für Flugdeck haben wir schon was. Aber fürs Lager haben wir noch nichts, ne? Warte mal, gucken wir mal.
Verhandlung, Roboter, Labyrinth, Kapitel 3, Medizin, neuer Code. Den 451, den kennen wir schon. Wir bräuchten eigentlich für das Lager was. Berichtentwickler, Recycling gut. Verhandlungen. Wartung. Schade, Lager haben wir noch gar nichts. Bugdeck. Dringend bitte, ja. Okay, Terminal wird angezeigt, aber markieren wir uns noch auf der Karte, finde ich ganz wichtig. Marker platzieren. Ich weiß nicht, wie groß der Bereich ist, aber... Ja. Nicht, dass wir uns da verzetteln oder so und... Wir müssen nämlich ins Lager. Danke, dann führe mich mal da um, so. Das müsste ja dann... Das müsste eine andere Seite sein, oder? So, weil sonst hätte ich die da unten auch gesehen. Ja, genau. Andere Seite, sehr gut. Jetzt könnte man auch schnell übersehen, weil man denkt, oh, da war ich doch eben schon. Okay. Die gehen Gott sei Dank, die sind nicht ganz so schlimm. Okay, du kannst nichts tragen. Gucken wir mal im gucken wir mal im Inventar, was wir hier noch haben. Also wir können uns auf jeden Fall hier nochmal einen reinsnacken. So, und dann können wir das reinpacken. Haben wir noch irgendwas? Ne. Wir haben nichts mehr. Nicht sonderlich nützlich, doch. Hier ist ein Behälter, den will ich noch einsammeln und verdampfen. Ich möchte mal wissen, es müsste so einen Verdampfungszähler geben, wie oft ich in einem Spiel was verdampft habe. So. Haben wir immer einen Auftrag. Weil das Verdampfen rausrechnet aus dem Gameplay, dann hat man gar nicht so viel wahrscheinlich. So, da sagt er wieder, wir haben nicht genug Platz. Ich habe aber, ich müsste die Granaten mal mehr werfen irgendwie, die Sprengstoffe, ich benutze sie immer gar nicht. Okay, auch hier gilt wieder, wenn wir nicht verdampfen können, können wir nicht verdampfen. Und Platz schaffen. So. Medizin ganz wichtig. Ich habe vorhin schon mal so eine Phase gehabt, da hatte ich keine Heilung mehr. Aber was ich auf jeden Fall haben will, ist das Detox. Das brauche ich. Gerade was Radioaktivität oder sonst was an... Irgendwann steht nochmal so ein Mutant auf hier. Tut mir leid, Bro, aber das ist mir zu unsicher. Okay, das Storage-Lager brauchen wir nicht. Wie kriege ich den Kollegen... Wie kriege ich den Kollegen hier auf? Aber ich habe doch eben hier noch einen anderen Schalter gesehen, oder? Bin ich blind? Ach, hier! Genau. Alles klar, super. Okay. Energie sieht sehr gut aus. Wir speichern aber trotzdem mal, auch wenn ich das gerade hier aktiviert habe, dass ich in dieser Kammer wieder aufwache. Ich habe aber keine Lust, die Sachen so extrem zu wiederholen. Genau, hier haben wir alles. Es gibt hier keine Karten. Wir haben alles durchsucht. Die Schale können wir nicht nutzen. Die können wir auch nicht verdampfen. Er hatte auch nichts. Er hatte... Ach, er hatte das Cappy. Genau, das brauchen wir aber nicht. Aber warte mal. Vielleicht können wir dann das Cappy doch nochmal nehmen und dann verdampfen. Ah ne, das brauchst einen Vierer Platz. Das heißt, müssen hier nochmal anordnen. So. Ach, man kann auch direkt drin verdampfen. Alles klar. Gut zu wissen. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Ja, alles klar. Ja, wahrscheinlich. Genau, weil ich... Alter, ich bin so ein Körperklaus. Jetzt habe ich keinen Platz für die Mini-Pistole. Ich werde euch gleich zeigen, dass ich hier keinen Platz habe. Kann man die nicht zusammenlegen? Doch, kann man. Alles klar. Hätte mich auch gewundert. Guck mal, wie viel Platz wir wieder haben. Sieht doch schön aus. So, siehst du? Natürlich habe ich Platz.
So, dann gönn mir auch nochmal die Schale hier oder so. Naja, okay. Soll nicht sein, egal. Dann hoffen wir mal, dass wir irgendwo den Lagercode finden. 4 Schuss nur noch. Dann müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Geil, dass ich Schädel verdampfe und Schrott daraus gewinne. Normalerweise müsste ich da Asche draus gewinnen. Das ist der, stimmt der mit dem Spiel nicht. Wer hat denn da irgendwelche komischen Fantasien im Kopf? So, das ist aber noch irgendwie Schrott, den wir zusammenlegen können? Nee. Noch irgendwas doppelt oder so? Nee, auch nicht. Ich höre Stimmen. Flugmutant hat auch nichts. Ey, Flugmutant, dass ich das nochmal erleben darf. Ich dachte eben auch, hier wäre noch eine Schrottpresse oder so. Ich habe das Gefühl, hier muss irgendwas Besonderes sein. Und zwar, weil hier 3 Mutanten waren. Flugmutant oder die 2 Roboter. Hier gibt es noch einen Videolog. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Nee, anscheinend nicht. Mal genau gucken. Nicht, dass hier irgendwie eine Karte liegt und ich übersehe die wieder. Okay, jetzt haben wir nur noch 3 Schuss, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich können wir die Lagerkisten auch generell nutzen, glaube ich. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass man da auch was reintun kann. War noch genug Energie? Nicht, dass wir da blind reinlaufen. Ja, wo ist er hin? Ist er doch gestorben? Alles klar, okay, Mann. Gestorben, explodiert. Ein Roboter stirbt nicht. So, aber den können wir uns hier gleich mal reinsnacken. Weil viel Energie bringt das ja nicht. Schuss. Aber gut, dass wir jetzt unsere Waffensysteme ein bisschen verbessert haben. Storage 4, ja. Wir sind ja auch hier im Lager. Ich höre aber schon wieder Stimmen. Also irgendwer ist hier in der Nähe. Hier in dem Bereich waren wir auch noch nicht. Ich weiß immer nicht, wann die kommen. Oh, wenn die Kamera mich sieht, wann die auslösen sozusagen. Okay. Alter Schwede, hier sind aber so viele Türen, die verschlossen sind. Wenn wir die alle mal betreten dürfen, dann haben wir ordentlich was zu tun. So, Sprengstoffe. Ach, man kann immer nur von einer Sorte eine... Ja, so, okay, das sieht schon besser aus. Dann haben wir... Nee, warte mal. So, ist besser. Dann haben wir hier immer so ein Vierer und, naja, fünffach, einmal für ein Vierer-Objekt zum Einsammeln. Genau. Hat er noch was gehabt? Nee, ne? Nee, genau. Und dann können wir das gleich verdampfen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben eine neue Nachricht bekommen. Die gucken wir uns mal an. Oder ist das nur dieser Audio-Log-File? Aber leider... Oh, 2 vom Lager. So.
Ich war nicht sicher, was die Bots angeht, aber ich lag falsch. Die Voltplastik-Sprengstoff in Lager 1 und mich verfolgen konnten nur knapp entkommen. Jetzt drehen die Plattform durch und ich habe Swongs Leiche gefunden. Bots habe ich sich für ihn hergemacht. Okay. Was wir aber immer noch nicht haben, ist der Code, ne? Sabo, das ist doch wohl ein Scherz, oder? Du verdoppelst meine Arbeitszeit und halbierst gleichzeitig meine Pausenzeiten. Wenn du willst, dass nichts erledigt, kriegen wir alle erschöpft sind. Warum schicken wir nicht gleich die Hebebots aus der Flugbucht, bewegen alles von Hand, rauschen, bla bla bla. Rauschen muss immer noch mit übersetzt werden, das ist ja sehr schön. So, hier geht's weiter. Warte mal, den Bereich haben wir auch noch nicht ganz umrundet hier. Ah, okay. Da waren wir auch noch nicht. Ah, Alter, das ist schon wieder so riesig, dass ich wahrscheinlich die Hälfte übersehe. Die. Na, okay, der hat schon hinter sich. Oh. Wo ist die Kamera hier? Atom. So, auch wenn die Musik angeht, ich neige mal so ein bisschen zur Hektik, das sollte ich nicht machen. Magnetpulsmagazin, das heißt, wir können hier wieder nachladen. Ach, die Magnetpulswaffe habe ich doch abgelegt. Und dann legen wir es ab. Das ist zwar schön, aber dann habe ich die nicht und dann ist gut. Weil ich muss ja nicht mein Inventar jetzt hier vollmüllen. Eine schöne Recyclingstation, das ist immer gut. So, schön verdampft und dann... Ist sonst noch irgendwas, was ich jetzt gerade übersehe? Nee, ist nicht der Fall. Sehr gut. Dann gib mir mal ein paar Taler. Okay, sehr gut. So. Jede Ecke durchsuchen, ganz wichtig. Die. Ah, toll. Die hard, stirb langsam. Ja, shit. Hä? Haben wir jetzt alle Waffen aufgebraucht? Bis auf die hier? Okay. Seltsam. Okay, der hat eine alte Dose bei sich, na ganz toll. Jetzt haben wir gerade alles verdampft, ey. Oder umgewandelt. So, neuer Bereich, okay, das ist gut. Hier waren wir auch noch nicht, aber wir gehen gleich nochmal zurück, weil da war auch noch ein anderer Bereich, den wir auch noch nicht gesehen haben. Hier geht's auch noch runter. Oh, leck mich an den Tisch. Warte mal, machen das anders. So, jetzt gib mir mal die Map. Und dann markieren wir den Bereich mal. Ich weiß, dass ich da auch nochmal runter muss. So, weil ich möchte hier hinten den Bereich nochmal erkunden. So, das ist klar. Da ging nix. Aber hier ging es nochmal weiter. Ach du heilige Neune. Ah, warte mal. Jetzt haben wir ein Problem. Der Kollege ist ein bisschen größer. Warte mal, wie sieht's denn aus mit Granaten? Wir haben Granaten noch. Ja.
Okay, super. Hat doch funktioniert. Die sollten wir viel öfter mal einsetzen. So, aber dass wir haben doch jetzt hier Munition. Warte mal, was war... Zack. Da, oh, das finde ich wieder so geil. Das ist für die Schrotflinte. Dann steckst du da rein. Geht doch. Das hatte ich wieder... Also das ärgert mich immer so ein bisschen. Oh, aufgehoben. Batteriepack. Der hätte auch... Der braucht ja aber viel Batterien, sag ich mal. Wenn du den mit Akku laufen lässt, hättest du mehr Erfolg gehabt. So, genau. Ich wollte eben da irgendwas sagen und bin wieder drüber hinweggekommen. Naja, das muss auch mal sein. Okay. Hat keine Kapazitäten, ist mir jetzt egal. Magnetpulsmagazin. Habe ich jetzt wieder aufgehoben. Ich brauche das nicht. Komm, schmeiß weg. Genau, hier waren wir stehen geblieben. Wir haben den Kollegen erledigt. 88% trotzdem immer noch Sicherheit. Also. So ist die... Warte, eine Mini-Pistole, die können wir ablegen. Nein, ich habe das Getränk verdampft. Oh, weil ich so im Gedanken war. Ja, Mensch, beruhig dich da. So nicht. Endlich mal ein normaler, kleiner Mutant. Oh. Geht's ja schon wieder ab? Ah, das sieht doch nach einem CPU-Prozessor-Knotenmonitor aus. Ah, da sind die Prozessorkerne. Deswegen machen die hier so einen Alarm. So, wo geht's hier hin? Ist doch nicht einfach nur ein Raum, oder? Das sieht, sah doch aus wie ein Fahrstuhl. Ein richtig schöner Fahrstuhl. So, wie viel haben wir denn? Ah, 26 Minuten, das geht ja. So. Gucken, ob sie sich gleich wieder meldet. Ja, auch irgendwo eine Tür aufgegangen. Aber das können doch nicht alle gewesen sein, oder? Ein Kern. Da ist so ein Kern. Da ist so ein Kern. Ist ja kernig. Ich glaube, wir übersehen noch irgendwem. Ja. Ach da, okay, siehst du? Was sagen? Zugriff auf die Ladestation gewährt. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass sie eigentlich steil um die Ecke kommt, aber... So, warte mal. Aufgehoben Mini-Pistole, können wir da die Munition rausnehmen? Sehr gut. Leeren und dann ablegen. Sehr gut. So, aber... Wir müssen hier nochmal alles ausmalen von der Karte her. Ja, ist mir mal ganz lieb. Genau. Nicht, dass ich dann irgendwie da denke, ich wäre da nicht gewesen. Super. Ja, wir zerstören langsam die Prozessorkerne für die Fahrstuhlsteuerung und kommen dann immer wieder eine Ebene höher. So muss das laufen. So, hier können wir uns nochmal aufladen. Dankeschön. Und jetzt müssen wir mal dahin, wo ich mir einen Pfeil gesetzt habe, eine Markierung.
Ja, da kommen wir jetzt auch hin, wenn wir jetzt hier lang gehen. Irgendwas hat sich doch eben schon wieder bewegt. Ich dachte schon, ich werde hier vom Stapler nur überfahren. Das würde auch noch fehlen. So, wo ist denn die Markierung? Okay, hier lang. Okay, da waren wir auch noch nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Dann gucken wir gleich mal zu der Markierung. Neue Audio-Log-Files, sehr gut. So, Schrotflinte, nicht genug Platz. Haben wir denn die Möglichkeit, noch irgendwas anders zu stapeln oder so? Nee, ne? Nee. Aber wir können uns hier mal ein schönes Getränk gönnen. Aus werbetechnischen Gründen sieht es aus wie eine COLA, aber man darf sie anscheinend nicht sagen. So, wie viel brauchen die? Die brauchen einen 8er Platz irgendwie, das kriege ich nicht hin. Es sei denn, ich würde den Schrottwürfel wegmachen, das würde auch nicht passen. Okay. Dann könnte ich ja auch die Munition da rausnehmen. Das haben sie ganz geil gelöst, finde ich. Erfordert null Sicherheitsniveau. Okay, die Tür müssen wir uns auch mal merken. Müssen wir auch mal markieren. Wir haben jetzt so viel markiert, aber das ist trotzdem wichtig. Damit man da nicht hinterher wie die Ochs vom Scheunentor steht und dann nicht weiß, was man machen soll. So. Ist auf jeden Fall jemand. Kann man sich hier auch wegducken? Das ist übrigens eine Situation, die ich total hasse, dass wenn du das Inventar aufhast, dann kannst du nichts machen, weil du kannst dich da nicht bewegen. Die Bedrohungslage behoben. Erstmal. Ach, da. Noch mehr? So ein riesiger Raum hier. Was? Schönen Audio-Log-File, sehr gut. Das können wir gebrauchen. Ist irgendwo noch eine Kamera. Ganz ruhig. Genau da oben. Na super. Okay, Licht sollte anbleiben. Das ist auf jeden Fall gut. Energietechnisch. Okay, snacken wir uns hier nochmal einen rein. Sehr gut. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die Schnittstellenmodulatoren mitgenommen habe. Weil letztendlich habe ich von denen noch nichts gehabt. So, dass jetzt hier radioaktiv wird, habe ich mir nochmal ein bisschen Schutz reingepackt. Wie geht's da wohl nach oben dann? Gucken wir gleich nochmal. Okay, Munition, das ist gut. Ja, jetzt lädt. Ja, das finde ich so dämlich. Warum lädt er denn jetzt nicht nach? Ich habe doch hier Standardmunition bekommen. So. Und die ist doch... Warte, ach, die ist für die Schrotflinte, okay. So, alles klar. Dann können wir die auch wieder ausrüsten. So, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar.
Wir haben auch schon wieder eine neue Nachricht bekommen. Mal gucken, wer schreibt uns denn? Oh, sehr, sehr faszinierend. So. Mal ein bisschen Schutz nehmen. Wahrscheinlich ist es auch gut für die Haut. Okay. Kleine Kiste mit Standardmunition. Okay. Ja, jetzt beruhig dich mal. Oh, jetzt ist er aber wieder hier mega vergiftet. Ich habe da extra das hier genommen. Strahlenschutz irgendwie. Das verstehe ich schon wieder nicht. Na komm, dann steck dir hier nochmal ein bisschen Gesundheit rein. Wir leben ja im Überfluss und wenn ich hinterher wieder nichts habe, dann bin ich am Jammern. Na egal. So. Aber was können wir denn hier machen? Ach, hier geht's ja auch irgendwie noch hoch. Hier muss ja irgendwo nur eine Leiter sein oder so, ne? Weil dieser oberste Bereich muss da zu erreichen sein. Gucken wir mal, ob hier irgendwo noch eine Leiter ist. Ich finde, die erkennt man ja sonst so bescheiden. Wobei, wir müssen da irgendwie einen Schalter finden, um das zu aktivieren wahrscheinlich. Um dann nach oben zu kommen. Das sieht hier nicht so aus, als wäre jetzt hier gleich eine Leiter. Keine Leiter, keine Leiter. Keine Leiter. Keine Leiter. Keine Leiter, warum? Aber man kann auch von hier sich nach oben beamen lassen und springt dann rüber. Da muss man aber nur einen Knopf irgendwo aktivieren. Können wir mal gucken, auf der Seite ist nichts. Hier unten ist auch nichts. Irgendwas übersehen wir gerade. Krass. Ach, hier oben war doch, habe ich da oben... Ne, warte mal, hier ist nur das Licht. Hier ist noch einer, siehst du? Ah. Sehr gut. So, dann nimm mal deinen radioaktiven Schutz, der dir nichts bringt. Dankeschön. Super, hat ja gut geklappt. So, jetzt bloß nicht in Panik ausbrechen. Bin schon wieder in Bereiche vorgedrungen, die vor uns noch nie jemand gesehen hat. Ja, wahrscheinlich ist das so, wenn ich das sage, dann... Hier ist jemand, hat sich jemand ein bisschen aufgeopfert. Oh, hier geht's denn ja auch wieder runter. Okay. Können wir gleich machen. Gehen wir auch gleich hin. Aber wir warten hier nochmal kurz. Und gehen hier nochmal lang. Dass hier noch irgendwas liegt, was wir übersehen haben. Okay, hier ist nichts. Nichts Schönes. Das heißt, wir müssen... Hier können wir nur wieder runterfallen. Und wir müssen dann in den anderen Bereich. Aber habe ich nicht auch was für die Kondition gehabt? Weil der ist ja nur am Jammern hier. Und am Japsen. Ja, war gleich in die Offensive gegangen. Na, das hat dir nicht gefallen, ne? Das Coole ist, sie haben alle mal Battery Packs dabei. Ja, jetzt kannst du die Musik ausmachen, die Action ist vorbei. Ich habe alle platt gemacht. So, danke. Danke, Computer. Oh, meine Schulter. Ich sitze zu viel am PC. Ja, so schnell sind die Ressourcen wieder verbraucht, die man so hatte.
Und man hat wieder Platz. Ja, super. So finde ich das sogar besser. Muss ehrlich sagen. Okay, hier können wir das nächste große Tor aufmachen. Das können wir auch machen, aber ich will hier erstmal gucken, ob hier noch irgendwas drin ist. Okay. Erkennungsmarke. Nächste Audio-Log-File. Ja. Dann verdampf mal, du großer Verdampfer. So, verdampfen, verdampfen. Oh, das wäre cool, wenn man das in echt machen könnte. Man könnte seine Tassen verdampfen und dann kriegst du so Würfel und dann gehst du irgendwo hin und kriegst Kohle für. So, Scanpistole. Eine Scanpistole. Liegt ja eine Scanpistole rum. Wollen wir hier Preise auszeichnen oder Preise scannen? Nee, 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 nee. So, jetzt ist es aber vorbei mit der großen Klappe. Ah, okay, wieder eine Verbesserung. Das ist gut. So, da ist auch eine Leiter. Da würde es dann wieder hochgehen. Okay, da sind wir ja auch hergekommen. Hier waren wir ja schon. So, und jetzt speichern wir nochmal ab. Ganz wichtig. Super. Und da gehen wir mal nach oben und gucken mal, ob uns jemand erwartet. Und sagt, hallo. Oh, irgendwas flattert hier. Klar. Boah, das ist ja noch so ein Flattermann. Zwei Flattermänner. Und jetzt gib mir doch mal ein bisschen Energie hier, was Vernünftiges. Oh, es sind wieder immer so diese Momente, wo ich dann denke, warum? Warum habe ich jetzt schon wieder so viel Energie verschwendet? Boah, ich habe Angst, dass die hier losfahren. Ja, das ist ja, Mensch, das ist ja wie Social Media, überall Kameras. Ist ja unglaublich. Auch kein Mensch. Nächsten Audio-Log-File. So, und dann verdampf mal ordentlich. So. Schade, dass wir jetzt keinen Schaltkasten mehr haben, weil wir haben jetzt hier noch so eine Sonde, die könnten wir nochmal nutzen. Ja, toll. Auch nichts drin. Immer wenn man was braucht, ist nichts drin. Ah, ganz toll. Ja, du hast auch nichts. Ja, und du hast auch nichts. Dankeschön. Danke für nichts. Bin sehr begeistert. Natürlich ist hier jetzt auch noch eine Tür, weil wir in ganz kleinen Bereichen unterwegs sind. Na klar. Ich tue so, als wenn... Da war da eben nur so ein kleiner Skorpion, der ist doch gar nicht rausgekommen. Aber das war typisch. Ich tue so, als wenn das ein ganz kleiner Bereich ist und dann gehe ich weiter nach unten, mache irgendwelche Türen auf und dann ergeben sich Riesenbereiche. Hat wieder kein Loot, ey. Das gibt's doch nicht. Wir haben keine Energie mehr, ne? Und ich höre wieder einen Hubschrauber irgendwie. So, ich bin gleich tot. Genau. Da hat schon der Nächste gewartet. Ja, Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde auch sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, was hier abgeht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.